Hallo und herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker, ich bin hier heute Moderator und habe mir einen sehr interessanten Gast, wie wir sehen werden, eingeladen, Tim Fehlbaum, Filmemacher aus der Schweiz, der bekannt geworden ist durch zwei Filme, nämlich Hell und Tides. Und was es mit diesen Filmen auf sich hat und was hier dann thematisch sich entwickeln wird, das werden wir gleich sehen. Herzlich willkommen, Tim Fehlbaum. Hallo Markus, hi, freut mich sehr. Ja, das freut mich sehr. Ich habe die Filme bereits angekündigt und beide Filme verbindet etwas, was für uns hier von besonderem Interesse ist, vor allem in der gegenwärtigen Situation. Das betrifft dann den ersten Film erstmal. Wir haben nämlich Rekordhitzetage hier in Deutschland, also in Mainz, wo ich auch gerade hier aufnehme. Und das ist natürlich eine Mahnung quasi an die Phänomene des Klimawandels und auch wirklich extrem destruktiver Tendenzen, die sich langsam zeigen, die mit natürlich der rücksichtslosen Ausbeutung von Ressourcen und so weiter und der Unfähigkeit, das nachzujustieren, einhergehen. Also das wird mit Sicherheit ein Thema sein, über das wir dann anhand der Filme Hell und Tides, der Titel deutet es an, da geht es eben um Überschwemmung, um quasi die Erde, die ertrinkt, gehen. Aber bevor wir dorthin kommen, fände ich es wichtig, dass du vielleicht über dich selbst mal kurz erzählst, wie dein Werdegang ist. Wie bist du überhaupt zu diesen großen Kinofilmen gekommen? Was war dein Weg? Also ich bin Schweizer, bin in Basel geboren, habe mich sehr früh angefangen für Film zu interessieren. Mein Vater ist auch ein großer Filmliebhaber, hat selber jetzt nichts mit dem Filmgeschäft zu tun oder so, aber wir haben auch immer zu früh gemeinsam Film geguckt und ich habe dann eigentlich direkt nach dem Abi an der HFF München Regie studiert, von 2002 bis ungefähr 2009 und gegen Ende des Studiums habe ich schon angefangen, mit dem Produzenten Thomas Wöbke zusammen die Idee und das Drehbuch für Hell zu entwickeln. Und habe dann eigentlich quasi Hell, es war so eine Mischung aus Abschluss- und Debütfilm, haben wir den gedreht. Und habe aber im Studium auch viel als Kameramann war ich tätig, bei Dokumentarfilmen oder so, weil ich auch eine, hast du vielleicht erkannt bei den Filmen oder so, eine Schwäche oder ein großes Interesse an Kameraarbeit habe und habe da selber viel im dokumentarischen Bereich gemacht. Und Musikvideos gedreht, ein, zwei Werbungen und ansonsten eben diese beiden Filme. Mhm. Musikvideos macht mich natürlich neugierig. Kannst du da Beispiele nennen? Ich würde mal sagen, das populärste Beispiel, ich habe eine gute Freundin von mir, mit der ich eben auch Dokumentarfilme gedreht habe während der HFF München-Zeit, Chana G. Wonders, die hat selber eine Band gegründet und für die habe ich Musikvideos gemacht. Aber ich würde mal sagen, das populärste Beispiel ist, dass ich mal ein Video für Blumentopf gemacht habe. Mhm. Blumentopf, Münchner Hip-Hop-Band, ich weiß nicht, ob man die jetzt heute noch so kennt, aber da war damals auf jeden Fall für mich natürlich super, super Sache. 6,90 Meter war, glaube ich, der größte Hit von denen. Mhm. Ja. Ah ja. Und es werden in der Biografie von dir noch zwei Kurzfilme aufgeführt. Kannst du zu denen vielleicht kurz was sagen? Gibt es da Zusammenhänge oder sind die sehr anders gewesen? Du meinst jetzt zu den Filmen? Ja. Es gibt tatsächlich eigentlich zu Hell, es gibt einen Film, der hat zu Hell einen großen Zusammenhang. Also ich weiß jetzt nicht genau, was gelistet ist von den Kurzfilmen. Ich habe natürlich viele Kurzfilme gemacht an der HFF. Okay. Aber es gab einen Kurzfilm, den hatte ich gemacht, weil ich damals in der Zeit an der HFF, da wollte ich, und das war eben, das ist schon echt lange her, einen Zombie-Film machen. Mhm. Und als Langfilm sozusagen und einen postapokalyptischen Zombie-Film, so, da kommen wir dann später natürlich auch dazu zu sprechen. Und war fasziniert von dieser Idee, aber das war zu einer Zeit vor Walking Dead. Da gab es noch, da war das Zombie-Genre noch etwas, was wirklich eher so ein bisschen in Trash-Richtung war und so, was man so aus den 70ern kannte oder so. Und ich wollte einen Zombie-Film machen und hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, damit ernst genommen zu werden.
und hatte dann gesagt, ich mache, was man heute, das ist den Begriff gab es damals noch nicht, aber heute würde man das ein Proof of Concept nennen. Also ich habe mir gesagt, bevor ich jetzt irgendwie mit dem Mund fusselig rede oder so, wie ich mir das vorstelle und dass es eben auch eine gewisse Qualität haben kann, die vielleicht nicht unbedingt als trashig bezeichnet werden kann, sondern eher so eine Intensität. Ich wollte es eben, mein Ziel war von Anfang an, das so realistisch wie möglich zu machen. So ein Zombie, der sich so anfühlt, also wie wäre das, wenn das wirklich passieren würde, so. Und da habe ich dann gesagt, okay, bevor ich da jetzt weiter versuche, das zu pitchen und so und immer so ein bisschen belächelt werde, drehe ich doch lieber einen kurzen Film, wo ich sozusagen anhand von einer ganz einfachen Szene zeige, wie ich mir das visuell vorstelle und auch so vom Feeling her und von diesem eben dieses dokumentarische Gefühl und so. Und habe das dann sehr unkompliziert, also währenddem an der HFF manche Filme irgendwie schon bis zu, weißt du, schon so 10.000 Euro oder so gingen oder so für die Finanzierung, wo dann Kran und Dolly und alles mögliche, Riesenteam und so gedreht wurden, hatte ich gesagt, nee, ich will einfach mit zwei Schauspielern, also einer Schauspielerin und einem Schauspieler, so eine ziemlich einfache Szene an einem Fluss, die dann so von Zombies, das klingt jetzt schon wieder so trashig, aber attackiert werden. Wollte aber so dieses Feeling rübergeben und habe dann das wirklich super einfach gemacht. Ich glaube, das Teuerste an dem ganzen Film war, sage ich mal, das Theaterblut. Das ist ja nicht ganz günstig, weil davon haben wir viel gebraucht. Und ansonsten haben wir das an einem Wochenende gedreht und dann habe ich lange geschnitten und für das Sounddesign gebraucht und so einen Homemade-Film. Und das war eigentlich dann der Startschuss für Hell, weil den Film habe ich dann auch unter anderem Thomas Wöpke, eben dem Produzenten von Hell, hat den gesehen und ich habe dann immer gezeigt und gesagt, hey, das will ich machen, aber in lang, hat jemand Interesse so. Wie Und hieß der Film? Das hattest du noch nicht erwähnt. der hieß Am Flaucher. Ah ja. Ich habe dir den Der Ort Titel ist gespielt. aufgeführt, ja. Ja, genau, das ist so ein Ort an der Isar in München. Ja. Oh, ja. Also, wir kommen ja gleich zu Hell. Mich würde vorher noch interessieren, du hast jetzt mehrfach Bezug genommen. Also offensichtlich gibt es mehrere Dinge, die ich rausgehört habe. Also einmal über die Kameraarbeiten, starker Bezug zum dokumentarischen Arbeiten. Dann hast du erwähnt, dass du durchaus ein Interesse an Genre-Kino hast, aber vor allem an einem Genre-Kino, das eigentlich der modernen Phase zugehört, also 70er Jahre bis heute. Wenn ich das richtig auch raushöre, sind da natürlich vielleicht Einflüsse drin von George A. Romero und so weiter. Gibt es denn konkrete filmische Einflüsse in der einen oder anderen Richtung, die du nennen könntest, wo du sagen würdest, das hat dich inspiriert, das hat dich weitergebracht? Ja, da würden wir jetzt noch den ganzen Tag zusammen sitzen können, wenn ich Okay. anfange. Ich bin jemand, der sich sehr von du hast das bestimmt ja auch erkannt in dem Film, so sehr von anderen Filmen beeinflussen lässt oder inspirieren lässt, sage ich mal. Ich finde, das kann man ja auch, also das ist etwas, was ich bei mir ganz klar ist. So. Und ich habe früher, also eben als ganz so, als Kind habe ich, oder als Kind ist vielleicht ein bisschen übertrieben, früher war ich großer Hitchcock-Fan. Oder mein Vater ist eben auch großer Hitchcock-Fan. So, das war so der Einstieg für mich in so diese, das heißt, das Düstere oder irgendwie so das, sage ich mal, in Richtung Thriller gehende oder so, das war es da sehr früh verankert gewesen. Und dann hatte ich aber eben auch gerade im Zuge dieser Phase, wo ich so überlegt habe, wie ich diesen Film Hell oder so machen könnte, hatte ich so eine Faszination entwickelt für das, was du eben auch so gestreift hast, für Low-Budget-Filme, die, sagen wir mal, eine relativ simple Idee nutzen, um etwas visuell zu erzählen oder um eine Welt zu kreieren, auf eine mit einem simplen, sagen wir mal, was wäre wenn Spielchen. Weißt du? Du hast Romero erwähnt. Ich würde jetzt wirklich den, jetzt komme ich schon wieder durcheinander mit den ganzen Titeln, die Nacht also Night of the Dead, also den Night of the Living Dead, würde ich als wenn, als halt auch Also ein den von 68. genau, das ist der einfachste, der Schwarz-Weiße, wo die einfach in dem Haus sich Ah, genau. In dem verbunkern Haus und als kammerspielartiges Setting, ja. genau, und das hat mich total fasziniert, diese Einfachheit und so. Und dieses Kammerspielartige auch und so, das ist eben auch etwas, was der Hitchcock viel mit die Vögel, wo die da am Ende auch sich in diesem Haus verbunkern oder Rear Window, ein Film, der nur in diesem in einem Zimmer quasi spielt. Und diese Idee von so einem einfachen Konzept, das fand ich faszinierend und habe da dann auch auf Filme wie Mad Max, dass man einfach die australische Wüste nimmt und irgendwie als Setting nimmt für eine gar nicht genau definierte postapokalyptische Welt, ohne große
Effekte oder so, die Autos umbaut und dadurch das in einen anderen Kontext stellt. Und das ist etwas, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich auch viele eben Dokumentarfilme und so. Das da ist, gibt es auch einen Einfluss definitiv. Aber ja, und, aber bis zu, es war dann auch ein Film wie 28 Days Later, der mich auch total fasziniert hat in diesem Genre. Also ich könnte ich nicht aufhören, die Einflüsse aufzuzählen. Ja. Okay, das rundet aber natürlich das Bild, weil, wie du ja schon sagst, du kaschierst das ja auch nicht so sehr. Also es ist dir nicht so wichtig zu sagen, oh, das ist alles genuin, sondern du beziehst dich schon auch ein bisschen genussvoll auf solche anderen Zeichensysteme, die schon etabliert sind, und führst die dann weiter auf deine Weise. Das ist eine gute Frage, weil ich mich das selber tatsächlich manchmal frage. Also ich würde jetzt mal sagen, ich nicht in einem, sage ich mal, Tarantino-esken Sinne, ne? Wo du wirklich einen Film über Filme machst und die Zitate ganz, ganz klar sind oder so. Aber zum Beispiel bei Hell so einen gewissen Einfluss von Texas Chainsaw Massacre oder sowas so spüren zu lassen. Und ich glaube, was ich damals auch sehr spannend fand, ist dieses Spiel mit so Genre, mit so bekannten Erzählmustern und das dann aber in einen anderen Kontext zu stellen. Also so bei Hell war so mein Grundziel, so dachte ich mir so, was, wenn man eben so ein, bevor die Idee mit der Sonne kam, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, was, wenn man eben so einen Zombie-Film wie einen Dokumentarfilm schießen würde, also drehen würde. Und das eben so ganz ernst und ganz gritty und so. Und ich hatte wie so eine, an der HFF München, gerade auch damals, wurde auch das Autorenkino sehr hoch gepriesen. Und das ist etwas, was ich durch mein Studium auch sehr zu schätzen gelernt habe. Und so. Und ich wollte irgendwie wie so eine Mischung machen aus, sage ich mal, European Arthouse mit so einem Genrefilm. Und das war damals zumindest, glaube ich, bei Hell relativ neu. Heute wird das natürlich öfter gemacht und so, aber das war so die Grundidee. Ja, das kann man dann natürlich auch, da ist man dann noch so ein bisschen, da hat man auch einen Preis für zu bezahlen, dafür ist man dann noch so ein bisschen zwischen den Stühlen gelandet. Ne? Manchmal den Genrefilm, war der Film vielleicht genremäßig genug, während dem, sage ich jetzt mal ganz etwas banal gesagt, den Arthouse-Leuten war dann vielleicht zu genremäßig oder so. Aber ich fand das spannend, so diese Mischung, und das hat mich irgendwie interessiert. So meinte ich das übrigens auch, weil gerade bei Hell ist es so, dass im letzten Drittel, also wo es bei dieser Familie dann spielt, wir gehen gleich auf den Film nochmal ein für die Leute, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben und ihn daraufhin sofort sehen werden wollen, war für mich nämlich das Wesentliche, dass der Film atmosphärisch an Dinge erinnert, und zwar Texas Chainsaw Massacre ist sicher ein Film, aber aktueller auch das französische Terrorkino der 2000er Jahre, wie zum Beispiel Frontier, also mit dieser Familie auf dem französischen Land und quasi diesen Aspekten, wo man das Schlimmste befürchtet. Also das ist nämlich, das arbeitet dem Film zu, dass man aus der Kenntnis anderer Filme das zusammendenkt und dann quasi alles für möglich hält. Und das steigert natürlich die Spannung dieser Szenen enorm. Ja, das hast du, also genau so, das ist jetzt sehr viel besser formuliert, was ich vorher sagen wollte. Und tatsächlich sind das auch so die Filme, die mich in der Zeit auch so, ich kannte den Begriff gar nicht des französischen Terrorkinos, aber ich kenne natürlich... Das war auch das, was ich mir da geguckt habe. Die hatten da so eine Hochphase, ja. Ja, der Begriff, ich habe ein Buch geschrieben, Terrorkino, Angst, Lust und Körperhorror. Und das war auch inspiriert, weil diese Filme, das kam 2010 raus, und diese Filme haben zwischen 2000 und 2010 unglaublich viel ausgelöst. Also High Tension, Inside, diese Intensität. Martyr ist natürlich der absolute Oberfilm, was das betrifft. Ich fand noch Dings immer ganz toll. Ich weiß nicht, ob der dazu zählt, aber der, wo die Gruppe von Frauen in die Höhle absteigt, wie hat The Descent. Ah, The Descent, das ist eine britische Variante, genau. Ja, absolut, natürlich. Also alles, was eben dieses sehr existenzielle Terrorerleben an den Protagonistinnen und Protagonisten zeigt. Und das ist etwas, was ich in Hell damals auch gesehen habe. Deswegen hat mir Hell spontan auch gut gefallen, muss ich sagen. Ich hatte immer auch Diskussionen mit Leuten, die skeptisch waren, was sehr stark damit zusammenhängt, weil, das hattest du vielleicht auch schon angedeutet vorhin, weil natürlich in Deutschland die Genre-Fans eine sehr fixierte Vorstellung davon haben, was sie mit Genre, dem Begriff überhaupt, verbinden. Also in Deutschland gibt es einen so engen Genre-Begriff, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion gehabt, da wurde quasi, also ich meine, ich habe ja das Handbuch Filmgenre geschrieben und dort zum Beispiel über den Sexfilm der 70er Jahre als Genre geschrieben. Das zählten die überhaupt nicht dazu. Also für die war so Melodram, erotischer
Film. Das war überhaupt kein Genre in deren Sinne. Ja, also was diese, sondern da ging es immer darum, das muss irgendwie eher Action-Fantasy-orientiert, Horror-orientiert sein. Also das, es waren eher solche Motive und Darstellungskonventionen als eben überhaupt Mechanismen des Genre-Kinos international, die davon Interesse sind. Und da wurde mir klar, als Filmwissenschaftler habe ich einen ganz anderen Blick darauf. Ja? Also einfach ein anderes Interesse auch daran. Und deswegen ist für mich auch die Diskutierbarkeit solcher Filme auf einer ganz anderen Ebene dann gegeben. Und ich würde sie nie dafür kritisieren, so wie sie sind. Aber hast du das Gefühl, das würde mich interessieren, dass sich das geändert hat? Seit der in den letzten, sagen wir mal eben, als in der Zeit, seit Hell rauskam bis heute, durch Netflix oder sowas natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten, andere Nischen auch gibt oder so? Oder ist es immer noch... Also ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sich als Genre-Fans begreifen, wirklich das Publikum des Fantasy-Filmfests immer noch sind und ein Filmsammler-Publikum, die halt wirklich dann sehr fixiert auf bestimmte Genres sind. Ja. Während tatsächlich das Streaming-Angebot ja eine unglaubliche Palette ist. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Studierenden heute spreche, dann wird klar, die sind ja erstmal gut von seriellen Formaten mehr beeinflusst als von Filmen. Ja, also man findet eher, wenn man fragt, Beispiele von Serien als von Filmen, die genannt werden. Aber da ist eine größere Varianz gegeben. Zum Beispiel die Popularität von Euphoria, von der Serie. Die ist ja quasi ein Coming-of-Age-Melodram, kann man sagen. Ja, mit Drogen, Transsexualität, allem, was halt gerade aktuell ist. Und das würde dann wieder rausfallen. Aber ich glaube, dass dieses Publikum das auch nicht als Genrewerk wahrnimmt. Ja, also diese Serien werden gar nicht als Genre gesehen, sondern, ich weiß nicht, als Realitätsbezug wird dann abgeprüft und solche Dinge. Also insofern, vielleicht wird dann noch Coming of Age als Genre begriffen. Ja, das ist sehr diskutierbar aus der Genre-Theorie heraus, also aus der wissenschaftlichen jetzt. Aber weil das ja eher ein Motiv ist, das man überall einbauen kann. Man kann ja, Ginger Snaps ist ein Werwolf-Film als Coming-of-Age-Film. Ne? Und das heißt, das lässt sich gut koppeln, aber es ist nicht notwendigerweise ein eigenes Genre. Und das sind alles Dinge, die man schwer diskutieren kann unter Umständen. Von daher weiß ich nicht, es hat sich sicher ein bisschen was verändert, aber nicht in die Richtung, die ich damals schon problematisch fand. Wenn du mich so fragst. Okay, ja, spannend. Aber ja, die Offenheit ist vielleicht da. Ja, also wir hatten auch, also das war etwas da, wo ich dann doch stolz drauf bin, weil ich kenne natürlich auch das Fantasy-Filmfest, bin auch selber immer hingegangen und so. Und wir hatten Hell, natürlich war uns auch wichtig, dass er auf dem Fantasy-Filmfest läuft. Wir hatten auch das Gefühl, das Glück, dass dass wir sehr unterstützt wurden vom Fantasy-Filmfest und hatten aber dann tatsächlich den Publikumspreis damals gewonnen. Also da hat mich sehr gefreut, weil ich so das Gefühl hatte, da gibt es auch so eine Anerkennung. Also da hat vielleicht eben auch mitgespielt bei dem Publikum, jetzt nicht, ob das jetzt der beste Film dieser Session war oder so, das sei dahingestellt, aber es wurde wahrscheinlich auch gewertschätzt oder anerkannt, ach cool, dass sowas mal aus Deutschland kommt. Aber auf der anderen Seite stimmt das auch, was du sagst, auf der anderen Seite stand uns das, glaube ich, auch im Wege so in der Auswertung dann, weil es dann doch so war, ach sowas aus Deutschland und so, ich weiß nicht so recht, ob die das können so, ja. Das ist eine interessante Frage. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Hell ist ein Film, 2011 ist herausgekommen. Er behandelt das Jahr 2016. Und es gibt ein Schriftinsert zu Beginn, das besagt, dass also durch eine ganze Reihe von Jahren, in denen extreme Hitze zu Dürre geführt hat und Ernteausfällen, dass dadurch die gesellschaftlichen Strukturen zusammengebrochen sind und im Grunde die Natur kaum noch lebensfähig ist und vereinzelte Gruppen von Menschen um das Überleben kämpfen. Also das ist die Grundsituation des Films. Wir erleben das aus der Sicht einer kleinen Familie. Und da ist Lars Eidinger zum Beispiel auch zu sehen, Hanna Herzsprung ist da zu sehen. Also im Grunde ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die im deutschen Film sehr große Bedeutung haben. Heute mehr als damals möglicherweise sogar. Ja, also damals waren sie noch nicht ganz so bekannt und vielleicht auch noch nicht ganz so. Also ich meine, Lars Eidinger sieht man halt wirklich sehr häufig. Ja. Das hat im Nachhinein für mich das Erlebnis von Hell, als ich ihn nochmal gesehen habe, jetzt ein bisschen verändert. Ich will nicht sagen... Cool. Nee, das spannend, das ist cool. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Doch, ich habe ihn von dem Jahr gesehen. Und ja, ich weiß, was du meinst, ja, wenn man so sieht, was der eben aus dem Lars und so, wie der, das ist cool zu hören, ja. Ja.
Weil, und dazu muss man noch sagen, und also für mich war so im Casting und so der größte Coup war Angela Winkler. Ja, Angela Du, Winkler genau. als Die. quasi Ikone des neuen deutschen Films der 70er Jahre. Ja, Das muss man ganz klar genau. sagen. Du holst dir im Grunde eine Tradition der deutschen Filmgeschichte ein bisschen mit ihr rein. Genau, das war genau die Idee. Und da kommt das dann doch vielleicht hinzu, dass man eben auch einen Film über Filme macht, sag ich mal, dass man eben so jemanden besetzt, den man vielleicht niemals in so einem Film erwarten würde und der aber filmhistorisch einen ganz anderen Kontext hat. So. Also die Katharina Blum wird da, oh, jetzt sage ich, jetzt hätte ich fast einen Spoiler gemacht, wird zu, ja, ist ja die Antagonistin, sage ich mal. Ich mehr möchte es nicht verraten in Held. Also ich sage es, weil die Angela Winkler hat die Katharina Blum gespielt. Und das fand ich irgendwie, was ich vorher meinte, mit ich wollte eben einen Genrefilm machen, der aber gleich schon so durch die Besetzungsliste, also das durch die Castlist, man gleich so merkt, ah, das ist aber, das sind ja alles so, sage ich mal, das sind alles so tolle Schauspieler, die aber auch so ein Qualitätssiegel gleich mit sich bringen oder so und auch von einem deutschen Arthouse-Kino kommen und so. Und diese Mischung, das fand ich spannend. Du hattest jetzt vorhin angedeutet, dass für dich eigentlich die Idee war, so eine Art postapokalyptischen Zombie-Film zu drehen und dass dann aber diese Ökozid-Thematik, also dass der Tod der Natur und das Überleben der Menschen in einem ganz anderen Kontext plötzlich im Film dann eine Rolle spielt. Wie kam es zu dieser Veränderung der Thematik? Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist jetzt, das kam eher ursprünglich aus einer visuellen Überlegung heraus. Im Prinzip war es so, dass eben, nachdem ich diesen Kurzfilm gemacht hatte und ich mit dem Produzenten angefangen hatte zu reden, was jetzt dieser Langfilm beinhalten könnte, hat er von Anfang an gesagt, ja, ich mochte dieses Feeling und so bei deinem Kurzfilm, aber das mit den Zombies finde ich irgendwie doof. So, lass uns da was anderes machen, was Neues oder so. Sonst sind wir einfach ein Zombie-Film oder so. Wir müssen versuchen, irgendetwas zu machen, was vielleicht überraschend ist und vielleicht auch so ein bisschen nochmal ein neues Setting ist oder so. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was es sein könnte und haben tatsächlich. Man muss sagen, also das muss die Zeit zurückspulen kurz, das war 2009, 2008 oder so, wie das dann so losging. Und da war Klimawandel noch nicht das konstante Thema in den Medien oder war noch nicht so pop, da gab es noch keine Greta Thunberg sowieso noch nicht, aber es war einfach noch, da gab es ab und zu mal in der Süddeutschen oder so vielleicht einen Artikel darüber, aber es war noch nicht so, zumindest im allgemein, also das war so nicht so, dass es das ständig Thema war. Und wir hatten dann mit Roland Emmerich tatsächlich, mit dem Executive Producer von Hell, angefangen auch zu überlegen, was das für ein Setting sein konnte. Und er hatte so ein Buch über die verschiedenen Weltuntergangsszenarien. Kann man sich vorstellen, dass er solche Ja, Bücher hat? klar, ist ja sein Thema. Ja, das ist sein Thema. Und da gab es ein Szenario, das war eben von so solaren Stürmen und so, und dass die Sonne ganz hell wird. Und das war noch nicht mal Dürre oder so, sondern da war eher so ein bisschen überhöht, was, wenn die Sonne eben so Eruptionen auslösen würde, die einfach wirklich die komplette Erde so ja, dann austrocknen. Und das fand ich sofort spannend, weil, und da kommt eben das Filmpraktische dann hinzu, weil ich mir so dachte, das ist cool. Wir haben eh Low Budget. Wir werden eh nicht mithalten können mit vergleichbaren amerikanischen Endzeitfilmen, die diese super krassen Totalen machen können mit Computer Enhanced oder so, sondern wir müssen irgendwie uns etwas, was vorhanden ist, nutzen. Und dann habe ich überlegt, das ist ja cool, weil da können wir immer im Prinzip eigentlich das Bild total überstrahlen lassen. Und es spielt eigentlich das Ganze, und da kommt da schließlich jetzt die Klammer wieder mit Night of the Living Dead oder so in diesem klaustrophobisch abgeschlossenen Raum. Die erste Idee war dann, ach, das ist ja super. Das erste Drittel oder die erste Hälfte des Films sogar spielt vielleicht einfach nur in einem Auto. Und wir haben alles so abgeklebt und wir sehen die Umwelt nicht. Und das ist halt sozusagen eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite macht es das eben unheimlicher. Alte Hitchcock-Regel, kennst du ja bestimmt, wenn man etwas nicht sieht, ist es unheimlicher, als wenn man sieht, sozusagen. Und das andere ist, wir müssen nicht ständig das rundherum kreieren oder so, sondern können dann ganz gezielt, wenn sie dann mal durch den Spalt gucken und sehr eingegrenzt oder so, die Außenwelt zeigen. Und dafür müssen wir einfach sehr, sehr gut Location scouten und sehr gutes Setdressing machen oder halt eben, das war dann das, was wir gefunden hatten, im verbrannten Wald in Korsika, den wir dann so nutzen können. Aber das war eigentlich der Trigger. Also ich muss dir ehrlich sagen, es war nicht so, dass ich, das war nicht die Ursprungsidee des Films.
ich will einen Film machen, der den Klimawandel thematisiert, sondern es war eher diese visuelle Idee. Und eigentlich wurde der Film dann immer, also dieser Sommer ist ja so krass gewesen, wurde immer aktueller über die Jahre. So, das ist irgendwie das Spannende auch daran, an Hell, finde ich, wenn man ihn heute guckt. Auf jeden Fall. Also erstmal muss man sagen, beide Filme, Hell und Tides, haben ja ein ausgesprochen gelungenes Location und Setting. Also in der Hinsicht findet man wirklich keine Künstlichkeit, sondern gerade, also man spürt das, weil es eben Natur ist, auch so quasi zerstörte Natur zum Teil, die dann einen sofort erinnert, wenn man dann, ich gehe viel wandern und wenn ich im Hochtaunus bin zum Beispiel, da hat man auch diese zum Teil völlig vertrockneten und Regionen, also wo nur noch so Baumstämme stehen und überhaupt kein Grün mehr ist. Und das habe ich jetzt im Nachhinein in Hell wieder komplett so gefunden. Also ich war auch schon mal auf Korsika, aber nicht eben in so einem Ambiente. Und aber auch da ist ja diese eigenartige, also das Bergige und trotzdem das Ausgetrocknete, weil man das ja eher mit der Steppe verbinden würde und so weiter. Also das ist schon sehr verstörend, wenn man sich das genauer ansieht. Ja, das dieses Kammerspielartige, das hatten wir jetzt mehrfach schon erwähnt, das finde ich auch. Es ist auch natürlich sehr klug, sagen wir mal, mit einem geringen Budget. Du hattest es schon gesagt, das wäre jetzt ein Tipp für Praktiker. Wie mache ich eben einen spannenden Film eben ohne viel Geld, indem man es wirklich das Team und alles massiv reduziert, zumal ja auch durch die Corona-Phase die Filmproduktion dadurch auch einfacher wurde. Also man hat tatsächlich ja jetzt gehäufter Filme, die mit sehr kleinen Teams entstanden sind, also sehr überschaubaren. Das finde ich, nimmt der Film unfreiwillig vorweg, also völlig zufällig, wenn man so will. Das ist etwas, ja, und es gab noch einen Punkt, den ich, ja genau, Roland Emmerich natürlich. Roland Emmerich ist natürlich etwas, was auch Leute sofort skeptisch gemacht hat, muss ich ganz klar sagen, habe ich in Gesprächen, weil er natürlich für dieses Mega-Blockbuster-Kino steht und man sich dann fragt, was macht er jetzt mit einem Film, der eigentlich relativ unabhängig und auch mit einem geringeren Budget entstanden ist. Mir leuchtet das sofort ein. Ich bin ja 71 geboren, von daher war für mich das Arche Noah-Prinzip ein ganz wichtiger Film von ihm. Ja, ich wusste schon, dass das kommt. Und ja, genau. Also das vergessen viele. Also für mich war das Arche Noah-Prinzip von Roland Emmerich ein ganz wesentlicher Film. Den habe ich im Kino gesehen. Ich war da Teenager, hat mich super beeindruckt, hat mir sehr vieles nahegebracht, worüber wir gerade geredet haben, die Klimaveränderung, Klimamanipulation auch betrifft aus dem Weltall. Das war ja mal ein Thema, das thematisiert ja das Arche Noah-Prinzip. Und dann auch die Katastrophen, die ausgelöst werden. Und deswegen war für mich das naheliegend, dass Roland Emmerich als Executive Producer in gewisser Weise zu seinen Wurzeln zurückkehrt, indem er deine Filme unterstützt. Also das war für mich völlig naheliegend, muss ich sagen. Und das finde ich auch gut, weil man kann ja tatsächlich darüber streiten, wie er selbst mit diesen Themen umgeht, indem er diese Mega-Schauwerte mit CGI-Technik und so weiter daraus macht, The Day After Tomorrow und so weiter. Intensiver ist für mich zumindest der Zugang, den du jetzt wählst, weil er mehr über quasi Charaktere funktioniert, weil er mehr über Atmosphäre funktioniert. Aber insofern vielleicht auch die Skeptiker, die bei Roland Emmerich sofort irgendwie Blockbuster-Verwässerung oder sowas unterstellen, das ist ja nicht das, was hier eine Rolle spielt. Aber wie du sagst, genau einhaken darf, er kommt ja auch aus einer ganz anderen Ecke. Also er kommt eigentlich auch aus diesem, hat früher genau das gemacht. Er hat mit relativ geringen Mitteln groß erzählt und mit einem schlauen Erzählen auch. Wie, was zeige ich und was zeige ich eben nicht? Und das ist auch etwas, wo er uns immer als Ratgeber, das würde man vielleicht nicht vermuten, war nicht so, dass es er hat eigentlich immer das Gegenteil uns Tipps gegeben, wie wir reduzieren können und wie wir aus der Reduktion eine Stärke eigentlich herausziehen. Ich war auch immer sehr fasziniert, wie er relativ früh mit Joy, glaube ich, war das seinem zweiten Spielfilm, zum Beispiel die Verwendung von Haze in Innenräumen ins deutsche Kino eingeführt hat, weil das gab es vorher nicht. Das hat dann natürlich Leute wie Eckhard Schmidt, die auch so diese Videoclip-Ästhetik mitgefördert haben, haben das natürlich aus der
Kunstnebelbühne, Wave-Musik, Post-Punk und so in den Film geholt, während er das wirklich aus dem amerikanischen Kino gelernt hat. Ja. Und das ist das, was ich auch jetzt in deinen beiden Filmen natürlich sehe, dass man also quasi mit sehr einfachen Mitteln auch eine Atmosphäre hineinholen kann, die man eben sonst, was weiß ich, bei massiven Produktionen von Ridley Scott kennt. Ne? Und also das hat mich immer sehr fasziniert, als ich da diese Making-ofs seiner frühen Filme gesehen habe. Ja, und das ist lustig, dass du sagst, weil das ist tatsächlich, da spielen dann so banale Sachen, also die erstmal so banal klingen, wie eben Haze, eine Riesenrolle. Also das war auch so, dass er in der Vorbereitung zu Hell hat er eben so gesagt, ja, wie willst du denn diese Dürre und so darstellen? Und dann habe ich eben das mit dem Überstrahlten, diese Idee hatten wir, und eben hat er auch so gesagt, ja, und dann machen wir so ein bisschen Staub und so. Und dann meinte er, nee, nicht ein bisschen Staub, weil ich meinte so, da haben wir so kleine Haze-Maschinen. Nee, du brauchst die richtig großen Maschinen, und ständig muss, um diese Atmosphäre, was du vor Atmosphäre genannt hast, zu kreieren, muss irgendwie Sand durchs Bild wischen, fliegen oder so. Und das klingt so einfach und so, ist aber super essentiell für, wie die Stimmung in so etwas wird. Und hat uns dann eben auf der anderen Seite auch geholfen, dass das Bild weiter überstrahlen zu lassen, aber eben nicht einfach nur künstlich zu überstrahlen, jetzt eben so wie hier im Hintergrund, das einfach künstlich überstrahlt, sondern organisch, weil sich dadurch dann noch was bewegt hat im Bild und es nicht einfach nach einem Kameratrick wirkte, sondern das wäre halt einfach man wirklich in so einer Wüstenumgebung. Und sowas spielt eine Riesenrolle. Du hast auch Ridley Scott erwähnt. Ich habe auch mal ein Making-of gesehen von Alien, wo die auch darüber reden, dass, glaube ich, irgendwie dabei Ridley Scott hat ständig dieser Haze-Thema war. Das war eben super, super wichtig. Und das sind so Sachen, wo man mit einfachen Mitteln, die auch in einem Computer sehr schwer kopiert werden könnten, solche Stimmung kreieren kann. Ja, genau, weil bei Alien ist es ja ganz essentiell, den Hintergrund zu kaschieren, also quasi, quasi das Klaustrophobische auch in einem freien Raum, einem scheinbar freien Raum, dann zu ermöglichen, indem einfach eine Gesichtsblockade da ist. Und das sind eigentlich Dinge, die man sowohl in Hell als auch in Tides zum Teil hat, ne? Also dass nur eine begrenzte Sichtbarkeit überhaupt eine Rolle spielt. Ja. Und da habe ich mich auch dran erinnert gefühlt, und dass natürlich das Licht sichtbar gemacht wird und körperlich wird. Das hat man dann später bei James Cameron natürlich, der sogar einen Sound zu diesem Licht dann auch bei Aliens und so weiter kreiert hat. Also das finde ich, es ist wichtig. Also diese Dinge aus dem großen Kino tatsächlich dann zu lernen und da einzubringen, das finde ich hier auch sehr gut umgesetzt. Ich will vielleicht einen weiteren Bezug, bevor wir langsam zu Teils kommen, nochmal jetzt erfragen, weil für mich war auch, und ich glaube, das war zur selben Zeit, auch aktuell, war der Roman und der Film The Road von Cormac McCarthy und die Verfilmung von John Hillcoat. Das war ein ganz starker Bezug, weil, und das ist ein bisschen Spoiler, aber wir arbeiten nicht spoilerfrei in unseren Formaten, weil wir sagen, die Filme können immer bestehen. Also diese Fixierung auf Inhalt und den Wendepunkt kannte ich jetzt schon, jetzt ist der Film blöd, das ist, macht keinen Sinn. Ah, das finde ich sehr sympathisch. Das geht mir nämlich auch immer so. Ich mir immer denke, auch so, ich kann einen Film, wird gerade durch mehrfache Gucken interessanter. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, es gibt ja Kannibalismus auch, ein Motiv. Ja. Und das ist etwas, was ja in The Road auch wirklich auf dieselbe Weise vorkommt. Ja. Und ich will nicht unterstellen, dass das da übernommen ist oder sonst was, aber welche Rolle spielte für dich The Road? Also wir waren schon in der Vorbereitung, glaube ich, sogar schon von dem Film, oder hatten auf jeden Fall das Drehbuch, als das Buch kam, glaube ich, noch mal ein bisschen früher raus, aber als die Meldung mit der Verfilmung kam, waren wir schon, glaube ich, kurz vor Dreh sozusagen schon. Und wir waren natürlich erstmal so, hatten wir so, oh Gott, weil wir natürlich auch befürchtet haben, dass es vielleicht dann einfach auf das Thema Kannibalismus reduziert wird und man dann sehr stark verglichen wird mit so einem Film. Und ich bin jetzt gar nicht mehr 100% noch erkannt, und wir auch wussten, wenn die jetzt drehen oder so, dann wird der vor uns rauskommen oder so, weil die werden sehr viel schneller mit der Post-Production durchkommen oder so. Ja, was macht man da? Es ist beunruhigend, da weiß ich auch noch, da war ich echt fertig und so, aber das wir haben dann irgendwie, glaube ich, über Ecken versucht, das Drehbuch zu bekommen und dann erkannt, dass es dann doch schon sehr verschieden ist und so. Und vor allem aber auch durch das Setting, wir uns abgrenzen können. Und das war dann auch alleine mit dem Titel, oder das so klar zu machen, dass das hier die
der Hook ist, hatten wir uns dann nicht davon abbringen lassen durch dieses Vorhaben. Aber das ist natürlich die Hölle. Aber das passiert oft, ne? Oder ist eigentlich fast irgendwas passiert immer. Roland erzählt immer die Geschichte, wie er Independence Day drehte und plötzlich wusste, dass Tim Burton einen Film dreht, Mars Attacks, wo der Mars die Erde angreift und so. Nur er hat dann gesagt, ab dem Moment wusste er, er muss einfach schneller sein, er muss zuerst rauskommen. Und das ist ihm gelungen. Und sie sind sehr unterschiedlich. Die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, die sind von der Tonalität her, da ist Hell und The Road natürlich ein bisschen ähnlicher, aber von der Tonalität her auch schon mal komplett unterschiedlich. Stichwort Hölle. Das ist natürlich eine Doppeldeutigkeit, die in dem Titel liegt. Das ist, denke ich, für jeden offensichtlich. Ist das denn wie ist denn der Film im Ausland wahrgenommen worden? Vor allem mit der Doppeldeutigkeit des Titels, die ja für ein englisch sprechendes Publikum gar nicht mehr doppelt ist. Ja, das war uns natürlich auch sehr früh klar und das war für mich auch so ein bisschen ein Problem, weil ich das Gefühl habe, wenn du die Doppeldeutigkeit mit dem deutschen Wort hell nicht verstehst, dann wirkt der Titel, kann auch einfach sehr banal wirken und auch so ein bisschen, ich sage mal, in der Trash-Ecke eher suggerieren, dass der Film eher daherkommt. Und wir hatten dann überlegt, was für einen anderen Titel es gibt. Da hast du dann aber auch nicht kein Mitspracherecht mehr. Also du verkaufst die Rechte und der Teil des Deals ist, dass die der Verleiher oder in dem jeweiligen Land bestimmen kann, wie der Film heißt. Und die hatten dann, glaube ich, auch den meisten Ländern einfach den Titel übernommen, Hell. Und ja, das funktioniert halt nicht mehr ganz so gut. Und das Plakat sah auch entsprechend aus. Das war dann wirklich so hell und dann war eben so mit so einer Axt und so, der Lars Eidinger irgendwie so mit blutverschmiertem Gesicht und so. Und das war dann, haben wir dann schon auch in die Richtung gedreht sozusagen. Aber wir haben uns gesagt, der Film ist für uns ist auch für Deutschland so. Also lass uns davon jetzt nichts abbringen oder so. Oder dafür war der Titel einfach zu gut. Ja, auf jeden Fall. Für den deutschen Sprachkontext auf jeden Fall. Ja. Aber ja, schade, dass es im Internationalen nicht so funktioniert hat. Ja. Gut, kommen wir mal zu Tides. Der ist ja doch 10 Jahre später erst Ja, rausgekommen. ja. Vielleicht kannst du gleich ganz kurz mal den Weg, den mühsamen Weg vielleicht sogar zu Tides ein bisschen rekapitulieren. Tides vielleicht ganz kurz ist ein Film, der im komplett gegenteiligen Ambiente zu spielen scheint, nämlich es geht um eine Welt, die im Wasser ertrinkt, ne? Also die komplett geflutet ist durch die Klimakrise. Und der Film beginnt mit einer Mission von einem anderen Planeten, Kepler, wo eben sich die überlebenden Menschen hingerettet haben und dann nach vielen Jahren eben zurückkehren, um zu testen, ob man wieder auf der Erde leben kann. Und die Protagonistin, gespielt von Nora Arneceder, ist quasi erstmal Astronautin, aber das Ganze entwickelt sich dann auf eine Weise, dass die zweite Hälfte des Films wirklich eine Art ödipales Vater-Tochter-Drama ist, in dem plötzlich klar wird, diese Kommunikation mit diesem Fluchtplaneten Kepler ist ambivalenter, als es zunächst scheint. Also das lasse ich jetzt mal so stehen, denn der Film hat diese beiden Teile. Und er hat dann auch Wendepunkte, die sehr stark mit eben den Figuren verknüpft sind. Also er ist sehr character-driven, wie man sagen würde, obwohl er zunächst wirklich wie so eine Art Mad Max 2 Waterworld beginnt, könnte man sagen. Vielleicht den Weg dorthin und auch diese Idee, warum jetzt plötzlich das Wasser und auch was da zu dieser Thematik geführt hat. Ja, kann ich gerne erzählen. Übrigens ganz kurz, ist mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, wieder aufgefallen. Hell hat nämlich auch diese Zweiteilung, lustigerweise, von der du Richtig. gerade so gesprochen hast. Das ist so eine, wie man klar den Film in der ersten und zweiten Hälfte unterscheiden kann. Aber gut, abgesehen davon, also die lange Pause, sag ich mal, stolz bin ich darauf nicht. Das hat echt sehr lange gedauert. Das kam aus verschiedenen Gründen. Ich habe dann auch nach Hell war ich auch so ein bisschen. Wir hatten eben eigentlich nicht damit gerechnet, dass der dann auch auf Festivals läuft und so. Also wir wollten schon diesen anspruchsvollen Film, aber dass er dann plötzlich, dass wir in Locarno den Film zeigen durften und so. Und dass wir auch beim Deutschen Filmpreis Nominierungen hatten, das hat uns alles ein bisschen überwältigt. Und ich wurde auch überrumpelt so von der internationalen Wahrnehmung.
Und habe dann eine Zeit lang auch versucht, in Amerika ein Projekt machen zu können. Habe dort meine Agentur unterschrieben und habe eine Zeit lang dieses Spielchen gemacht, was man halt in Hollywood macht, wo man von Meeting zu Meeting, man liest Scripts und so. Habe dann irgendwann gemerkt, die Scripts, die ich zu lesen bekomme, die haben vielleicht andere auch schon abgelehnt und es gibt einen Grund dafür. Und die, die ich wirklich machen will oder interessant finde, die, da ist dann jemand anders drauf. Da habe ich dann keine großen Chancen gehabt. Aber da ging viel Zeit ins Land auch. Und dann habe ich dann aber irgendwie gemerkt, nee, ich will das eigentlich nicht. Das ist nicht meine Welt dort. Und ich will eigentlich lieber wieder mit der Filmfamilie, sag ich mal, von Hell zusammen. Wir haben doch in Hand wirklich super Filme gemacht. Lass uns einen wieder von hier aus einen Film machen. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, was das sein konnte. Und da war auch wieder, sage ich mal, gab es im ersten Intuition, gab es einen visuellen Auslöser und eine visuelle Trigger sozusagen. Und zwar, als ich zum ersten Mal im deutschen Wattenmeer stand, an der Nordsee. Das kannte ich vorher nicht eben. Ich habe vorher gesagt, ich bin Schweizer und so, ich kenne die Schweizer Berge, aber ich kannte diese Umgebung kannte ich nicht. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Das war halt so gerade Dämmerung, das Wasser war weg und du warst da bestimmt schon mal da. Es kann dann halt wirklich so, es sah aus wie so eine Mondlandschaft oder wie ein fremder Planet. Und ich habe mir dann so überlegt, da kommt halt wieder dieser, sag ich mal, eben fast schon Indie-Gedanke, Indie-Filmemacher-Gedanke dazu, so, ach, was wäre eigentlich, warum hat man hier noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht? So. Das ist ja halt doch eigentlich das perfekte Setting. Ich müsste nur eine Frau in Astronautin hier im Astronautenanzug wacht hier auf, und dann kann ich behaupten, die ist auf einem fremden Planeten, auf einem Wasserplaneten gelandet. Und das war die Ursprungsidee. Ich muss ganz kurz dazu einhaken, es gibt einen sehr schönen Genre, nee, einen sehr schönen Film, der auch in der Location spielt. Am Ende kommt die Flut oder Wir sind die Flut. wir sind die Flut, wir sind die Flut. Den Ja. fand ich auch super. Der Aus hat, Ludwigsburg, glaube ich. ja genau, der kam dann auch in der Zwischenzeit raus. Der hat auch diese Location in einen anderen Kontext gestellt, super Film. Und aber das war so die Grundidee. Und dann habe ich mit der Co-Autorin Mariko Minoguchi, ich weiß nicht, ob du kennst sie vielleicht auch, der hat einen Film gemacht, Mein Ende, dein Anfang, ganz Ja, wunderbar. Ja, klar. hat sie dann als Regisseurin gemacht, super Film, die auch so ein, aber auch so eine Schwäche fürs Genre-Kino hat. Mit ihr habe ich angefangen zu überlegen, was es sein könnte. Auch natürlich zusammen mit den Produzenten Thomas Wöbke und Philipp Trauer. Und wir haben dann, am Anfang sollte es eben auch so diese Exkursion auf einen fremden Planeten sein, Wasserplanet und so weiter. Dann kam halt aber Interstellar und solche Filme. Und wir haben dann so überlegt, irgendwie ist das auch schon so ein bisschen durch das Thema. Und gleichzeitig hatten wir so Recherche gemacht bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt. Und dort hatte dann einer dieser Wissenschaftler dort, den wir ausgefragt haben über, wie es denn mit der, wie weit die denn sind, was jetzt die mögliche Besiedlung von fremden Planeten angeht. Das wusste man natürlich, dass man da noch nicht weit ist und so. Aber der hat uns etwas gesagt, was wir vorher natürlich auch schon wussten, aber wenn du das von so jemandem das direkt hörst, dann fährt dir das einfach nochmal anders ein. Der hat uns gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch nur an absehbarer Zeit einen Planeten entdecken, der auch nur annähernd die Konditionen, wie die Erde hat, so um menschliches Leben oder um Leben generell zu beherbergen, mit sich bringt, ist sehr, sehr gering. Und das war für uns so der Startpunkt, wo ich so überlegt habe, wäre es eigentlich nicht viel interessanter, wenn es statt, dass es um das Verlassen der Erde, um die Rückkehr auf die Erde geht. Und wir erzählen, dass wir denken am Anfang, es ist die Exkursion auf einen fremden Planeten. Und erst nach und nach erfährt man, dass es auf die Erde zurückgeht. Es war sogar ursprünglich geplant, was wir immer den Planet der Affen Moment nennen, da sind wir wieder in diesem Genre von Kinofilmen, dass wir dachten, wir wollten ganz lang das rauszögern, dass man dann irgendwie so diesen Aha-Effekt hat wie Planet der Affen, das ist ein mega Spoiler, aber am Ende mit der Freiheitsstatue, dass du plötzlich begreifst, man ist auf der Erde und so wollten wir das auch machen, haben uns dann aber irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht so recht. Wie auch immer, das sage ich mal, war so der Startpunkt. Und das andere, wenn ich da noch ganz kurz noch weiter erzählen darf, ist, dass ich einen Dokumentarfilm gesehen habe, den du vielleicht auch kennst, und zwar Working Man's Death von Michael Glowacker. Ja, klar, ja. Und da gab es eben diese eine Episode über diese Shipbreaker in Bangladesch. Das ist ein Film über Dokumentarfilm über, sage ich mal, die fünf härtesten Jobs der Welt, also wirklich auch physisch harten Job, gefährlichen Jobs. Und eine Episode spielt an diesen Shipwrecking Beaches von Bangladesch, wo die Arbeiter dort mit puren Händen
diese Schiffe auseinandernehmen, die dort von den Werften hingefahren werden, quasi wie ein Riesenschrottplatz, um die auseinanderzunehmen, weil das Material dann weiterverwendet wird. Und das hat mich auch total fasziniert. Und da dachte ich auch so, das sieht so apokalyptisch, so dystopisch aus. Wie können wir das irgendwie, diese Schiffe kombinieren mit diesem Watten? So, das war der zweite Eckpfeiler. Der dritte Eckpfeiler, und dann ist auch zu Ende, dass die, was war alles die Ursprungsinspiration war. Das war tatsächlich, da kommen wir dann auch zu Alien und so, dass ich halt schon immer Alien, ich war ein riesen Alien-Fan, vor allem von dem Charakter von Ripley, und ich habe mir schon immer gesagt, ich will mal einen Film machen mit so einer richtig coolen, toughen Astronautin, so wie Ripley in Alien. Das war so der dritte Eckpfeiler. Ja. Yeah. Ja, das kann man auf jeden Fall bescheinigen. Das hat der Film ja auch. Und da können wir ganz kurz mal über die Besetzung sprechen, weil Nora Annesley, der ist mir bekannt aus Maniac, wenn ich das richtig sehe. Alexandra Ajax Maniac. Mhm. Und dann später eigentlich erst Army of the Dead von Zack Snyder. Mhm. Die haben nach uns gedreht. Ja, genau, der ist danach gedreht. Ja. Und ja. Wie seid ihr auf sie gekommen? Weil sie ist wirklich gut geeignet. Also sie hat wirklich diesen Kämpferinnen-Gestus. Sie hat auch, das sieht man bei Zack Snyder, dann nochmal auch sowas Punkiges. Ne? Ja. Also in ihrer Präsenz. Und sie hat ja auch durch die kurzen Haare und so weiter, sie hat was extrem Toughes. Wie seid ihr auf sie gekommen? Tatsächlich ganz klassisch über einen Casting-Prozess. Mhm. Also wir haben mit den Casterinnen Lissy Horm und Leo Davies aus London haben wir einfach uns, was man Self-Tapes nennt. Also es wird ja heute jetzt nicht mehr so gemacht, dass man ein Casting in einem Raum macht, sondern man kriegt erstmal im ersten Schritt Self-Tapes geschickt, wo die SchauspielerInnen einfach eine Szene aus dem Film vorspielen. Und sie hat einfach ein Self-Tape geschickt, was uns einfach alle umgehauen hat. Das war so dieser magische Moment, wo du plötzlich so, wo wir so also Mariko und ich, die so das geschrieben haben, so das angeguckt haben und auch die Produzenten dann so überlegt haben, plötzlich glaubt man so die Worte, die man selber geschrieben hat. Also man hinterfragt das gar nicht mehr so, sondern ah, das ist jetzt ernst. Und wenn jemand das so delivert, sie hat so diese Ernsthaftigkeit und dieses, was du auch vorher so meintest, dieses taffe Starke mit sich gebracht, was wir für die Rolle gebraucht haben. Und das haben wir dann noch in einem zweiten Casting-Durchlauf, haben wir sie dann nochmal gecastet und dann haben wir uns für sie entschieden. Ja, ja, sehr gut. Das bekommt dem Film auf jeden Fall sehr. Ja. Also das, weil daran kann natürlich ein Film immer scheitern. Das ist was ich, vor allem wenn ich in der Filmhochschule in Ludwigsburg unterrichte, auch immer wieder diskutiere, dass eben die Besetzung wirklich ein Schlüssel ist. Es geht nicht, ein Film lebt und stirbt nicht mit seinem Drehbuch, sondern er lebt und stirbt mit der Art und Weise, wie das Drehbuch gespielt wird. Das wird oft unterschätzt, ne? Also quasi, und das Drehbuch wird dann in gewisser Weise zu hoch eingeschätzt. Natürlich braucht er ein gutes Drehbuch, aber es muss auch sprechbar sein. Da würde ich jetzt so ein bisschen, okay, wo ich immer mehr merke, dass dieser Zitat von Billy Wilder, das kennst du ja bestimmt, es gibt drei Dinge, die einen guten Film ausmachen. Kennst du das? Ja, ich kenne das, aber sag's ruhig mal, damit es... Ein gutes Drehbuch und ein gutes Drehbuch. Ja, klar. Da sehe ich, mittlerweile bin ich so ein bisschen auch so, aber ich weiß schon, was du meinst, weil ich auch so eine Tendenz habe dazu. Ich bin sehr vom filmischen Handwerk und vom Schauspielkunsten so beeindruckt und habe auch so eine Tendenz dazu, aber ich habe auch schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass gerade auch in einer Zeit, wo Serien so dominant sind und so, die ja auch oft sehr, sag ich mal, den Inhalt über die Form stellen vielleicht auch, also wo es viele Dialogszenen gibt und weniger physische Szenen, nicht mal. Habe ich schon gemerkt, dass da sich schon noch ein bisschen was ändert. Aber ich würde eigentlich auch immer das so sagen wie du, aber ich habe auf der anderen Seite auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Das ist aber interessant. Ja. Es ist immer interessant, da wirklich Praxiserfahrung auch nochmal zu hören dazu, weil, kann ich mir auch vorstellen. Es ist halt nur genau das Problem, also dass, wenn man zum Beispiel in einem Drehbuchstudiengang das unterrichtet, muss man das tatsächlich betonen. Ne? Dass natürlich die besten Dialoge ruiniert werden können. Man kann sie super ausleuchten und so weiter, aber wenn man ein falsches Casting irgendwie hat, dann scheitert das trotzdem. Ne? Das stimmt. Wobei es gibt diesen anderen Spruch, es ist sehr schwer, aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film zu machen, aber es ist noch viel schwieriger, aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film zu machen.
Darf ich kurz Sam Peckinpah zitieren, der meinte, er hat sich immer mittelmäßige Stoffe und Drehbücher rausgesucht, weil nur die ihm die Freiheit gaben, daraus richtig grandiose Filme zu machen. Zum Beispiel meinte er, der Roman, auf dem Straw Dogs basiert, funktioniert für ihn gar nicht. Er hat also nur ein paar Elemente daraus genommen, ein paar Handlungsversatzstücke und das dann einfach weiterentwickelt in der Inszenierung. Und das ist natürlich ein Beispiel, ich will dem nicht widersprechen, sondern das ist ein Beispiel, das geht schon, aber man muss tatsächlich eine ganz spezielle Vision haben. Also man muss vermutlich so eine weltanschauliche Idee haben, die man um jeden Preis vermitteln will. Und dann kann man tatsächlich aus schwachen Stoffen großartige Filme machen. Ne? Ja, das stimmt. Also übrigens ein Film, der auch für mich einen ganz großen Einfluss hatte, Raw Dogs. Und aus Deliverance auch ein Beispiel. Ja. Das ist nicht Sam Peckinpah, oder? Nee, das ist John Borman. Genau, ja, aber es ist so die gleiche Zeit, mehr oder weniger, oder? Genau. Würde ich sagen. Ja, es sind auch zwei Filme, die auch sehr mit sehr einfachen Mitteln so sehr effektiv erzählt haben. Absolut. Also Deliverance ist ja ein Film, der in den Blue Ridge Mountains, da in dem Kyulawasi River spielt. Mhm. Und ich war da selbst mal, weil ich in, ich war Gastprofessor in Clemson, South Carolina. Und das, da ist es relativ nah, dorthin zu fahren. Und da wird auch immer gesagt, nicht zu tief in den Wald, weil da sind komische Leute und man kann direkt erschossen werden. Oder Schlimmeres. Und das habe ich durchaus ernst genommen, weil man fährt dann wirklich wie ins Backwood Horror County, ne? Da sind dann überall Jesus lebt, Jesus wird euch retten und sowas, so, so abblätternde Tafeln an der Straße und dann kommt man halt wirklich zu diesen einsamen Regionen und da hat man dieses Feeling, man kann nicht anders als Deliverance sofort und man hört dann auch sofort die Dueling Banjos im Hintergrund okay. mit allen Implikationen und das ist nämlich genau das, was ich auch vorhin meinte, das ist natürlich genial ausgewählt von den Locations. Also da reichen die Locations zum Teil schon, um eben eine spezifische Atmosphäre des Unheimlichen, der Bedrohung zu evozieren, obwohl man es schön finden will. Ne? Ja, total, total. Wunderbar. Ja, jetzt zu Tides zurück nochmal. Tides, jetzt überlege ich gerade, mich hat er auch erinnert an diese Wassersequenzen aus Interstellar. War das ein Faktor, der irgendwie euch bekannt war überhaupt zu dem Zeitpunkt? Doch, das war dann schon bekannt. Also wie ich schon in der Entwicklungsphase kam dann auch Interstellar raus und eben auch ein Teil, wo wir dann so dachten, weil das da auch so eine Exkursion auf dem Wasserplaneten war, das können wir jetzt nicht auch machen oder so, sondern wir machen es umgekehrt so. Ja, genau. Die Parallelität, ja, ich meine, wir hatten natürlich niemals das Budget, wie die hatten so, um das so riesigen Wellen. Es war, ich sag mal, mit Interstellar, das ist bestimmt auch ein Einfluss gewesen. Ich bin ein riesen Christopher Nolan-Fan, also ist wirklich verehre ich abgöttisch. Und aber auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, so wenn zum Beispiel so Spacesuits oder so ähnlich aussehen oder so, die Space Capsen oder so, wir haben halt die gleiche Recherche gemacht wie wir auch, ne? Also das ist, das sieht halt so aus. Das sieht so aus, ja, oder auch so SpaceX oder so, da gibt es auch so eine Tendenz, wie man spüren kann, wie das aussehen wird. Da kommen auch die Parallelen oder so. Aber jetzt, also nee, ein direkter Einfluss, so war es jetzt nicht für dieses Szenario. Das kam eher eben einfach durch dieses Wattenmeer als Idee. Genau, und dann haben wir in der ersten Hälfte, wir hatten ja über die Zweiteilung gesprochen, haben wir wirklich so ein Feeling, du hattest den Einfluss der Mad Max-Filme erwähnt, was auch an Waterworld habe ich gerade noch mal zufällig gesehen. Also das, nee, eigentlich auch nicht zufällig, weil wie gesagt, wir bereiten eine Tagung an der Uni Regensburg vor zum Thema Ökotopie. Und da spielen filmischer Umgang mit der Klimaveränderung und den Klimakatastrophen natürlich eine wesentliche Rolle. Waterworld ist mit Sicherheit ein Schlüsselfilm, was das betrifft. Der ja auch die Überflutung der Welt thematisiert. Und das ist ein bisschen anders gelöst in Tides, denn Tides hat ja quasi die Möglichkeit, in diesem, also in dem Watt sich zu bewegen, also dort rumzulaufen und so weiter. Also es ist nicht permanent so, dass man dort schwimmen muss. Und dann gibt es natürlich diese riesige Ruine, in der dann der zweite Teil des Films spielt. Und da kommen eigentlich ganz andere Themen nochmal ins Spiel. Was war denn eure Überlegung im Umgang mit quasi Klimakatastrophe und wie der Film das handhabt und was hat dazu geführt, das so anzugehen?
Also ich bin da eigentlich ich war immer starker Verfechter dessen, dass wir das möglichst wenig thematisieren sollten in dem Film. Ich bin auch, ich würde jetzt mal sagen, weder Hell noch Tides sind Filme, die sich ernsthaft mit dem super wichtigen Thema Klimawandel auseinandersetzen, sondern es sind dann doch Genrefilme, die in so einem Setting spielen. Ich finde aber das finde ich gerade das Interessante an dem Genre Science Fiction oder eben Postapokalypse oder so, dass man, oder Zombiefilm ist auch das allerbeste Beispiel, in einem überhöhten Kontext, eben von dem auch in einem Genre-Kontext, etwas sagen kann über Themen, die vielleicht gesellschaftlich oder politisch jetzt relevant sind. So. Und mir war es aber immer wichtig, dass wir jetzt nicht versuchen, da ständig so eine Botschaft oder irgendetwas oder eine Kritik unterzubringen. Da finde ich eigentlich, muss ich sogar sagen, wenn ich Teils gucke, hätten wir sogar noch subtiler sein können teilweise. Aber es ist dann doch, dann sagt er dann doch ab und zu, ja, die Menschen haben keine Sorge getragen und so. Sondern ich wollte einfach, dass das so mitschwingt und dass man, wenn dann so darüber danach reden kann. Wir haben dennoch natürlich so versucht, das irgendwie unterzubringen, das Thema zum Beispiel Plastik im Set-Design. Es ist alles aus Plastik gebaut, dieses Mud Village, wie wir es nannten, weil man weiß, das ist so das Material, was überleben wird. Ich fand das irgendwie eine spannende Idee, dass die Menschen der Zukunft sich das, was wir als Müll zurücklassen, quasi zunutze machen und daraus eine neue eigenes Habitat kreieren. Aber ich wollte es bewusst eigentlich immer so in den Hintergrund stellen und ja nicht mit dem Zeigefinger so irgendwie so, passt auf, so das passiert, wenn wir nicht aufpassen, sondern das eher einfach so mitschwingen lassen, wenn das die Antwort auf deine Frage ist. Ja, absolut. Ich finde es sehr interessant, dass wir bestimmte Phasen des Bewusstseins haben, in dem es beginnt im späten 20. Jahrhundert, also um 1970 haben wir durch diese Thesen des Club of Rome, also die Idee der Überbevölkerung, die ja durchaus umstritten ist heute, aber auch wieder populär. Also es gibt diese Thesen auch wieder. Also sind es nicht tatsächlich zu viele Menschen, um die Ressourcen und so weiter überhaupt noch verwenden zu können? Und daraus sind natürlich Filme entstanden wie Der Omega-Mann mit Charlton Heston oder eben auch mit Charlton Heston, Soylent Green natürlich. Also der zynische Endpunkt kapitalistische Ausbeutung, der menschliche Körper selbst ist die Nahrung, ja, die den Menschen zur Verfügung gestellt wird, auch wenn es nicht so deklariert ist. Es wird ja als Algen verkauft. Und Oder das auch ist. Filme wie das noch mal früher Godzilla oder so, die ja, das weißt du besser als ich, aber was ja für die Atombombe, also für Auf die jeden Bedrohung Fall. durch die Atombombe steht, Ja. und King Kong stand für. Cool. Na, also King Kong ist eher ein rassistisches Modell, glaube ich. Ah, Der Angst okay, nee, vor dem aber Fremden, dass die okay, weiße Frau entführen möchte. ja, Also, okay. es hat, ich glaube, King Kong ist wirklich ein kolonialistischer Endzeit-Angstfilm. Ja. Und ich sage das wirklich in einem Respekt vor diesem Film, der wirklich ein bedeutender Film der Filmgeschichte ist, der aber natürlich heute ganz anders diskutiert wird und der tatsächlich diese kolonialistischen Angstbilder und fremdenfeindlichen Bilder auch hat, die interessanterweise in den Romanen von Edgar Wallace, der ja selbst das Drehbuch geschrieben hat zu King Kong, Das wusste ich der gar hat nicht. ja Abenteuerromane geschrieben, nicht nur Krimis. Sanders ist so sein Held, der Abenteuerroman, das ist ein Kolonialheld. Und da hat er quasi diese Modelle auch schon drin. Finde ich sehr interessant, ist aber tatsächlich ein anderes Thema. Sehr Und interessant, man ja, hat, das stimmt, nach dem Zweiten Weltkrieg steigt das Bewusstsein, die Atombombe ist ganz klar in Japan natürlich ein Thema und Godzilla ist die Verkörperung dieser atomaren Bedrohung. Wir haben eben dann Club of Rome 70er Jahre. Wir haben in den 80er Jahren natürlich diese postapokalyptischen Filme, einerseits Mad Max 2 ist da natürlich der für mich wesentliche, also der hat mich massiv geprägt. Und dann die italienischen Rip-Offs, ne? Die hat man irgendwie auch gesehen, Metropolis 2000, so schlecht sie sind. Auch nur in einem Steinbruch gedreht übrigens. Und das ist etwas. Und ich bin ja, weil ich in dieser Zeit auch als Schüler, das war ganz klar, das waren Projektwochen-Erlebnisse, dass man sich über Umweltzerstörung, über Treibhauseffekt, das war ein ganz wichtiges Thema. Also die 80er Jahre waren sich höchst bewusst über alles, das passiert.
Ja. Aktuell. Wir Ja. haben es nicht geschafft, es wurde nicht angegangen, es wurde nicht ernst genommen, es wurde verleugnet von Ja. rechtsextremistischen und sonst wie ultrakapitalistischen Leuten in der Politik. Und das ist etwas, was sich jetzt rächt. Und jetzt haben wir die Gegenwart. Und sagen wir, die letzten 10 Jahre bringen dann Filme hervor, wie zum Beispiel Interstellar hatten wir erwähnt, mit diesem quasi, dass nur noch Monokulturen möglich sind, also nur wenige Nahrungsmittel lassen sich überhaupt noch kultivieren. Der Mais ist da ja wesentlich, ne? Und will man sich gar nicht vorstellen, ich stehe gar nicht auf Mais. Und dann diese riesigen Brände, die da eine Rolle spielen. Wir haben es in Deutschland, nicht nur auf Portugal und Italien und sonst wo in südlichen Regionen, sondern wirklich hier bei uns jetzt. Und dann ist jetzt die Frage, was kommt denn nach Hell und was kommt nach Tides? Beschäftigt dich das? Du hattest gesagt, das ist für dich ein Setting für Genreerzählungen, aber beschäftigt dich das weiter? Und was sind so die Ideen, die du jetzt gerade entwickelst, wenn du darüber reden darfst überhaupt? Ja, klar. Also erstmals, ja, das beschäftigt mich weiter. Ich finde auch weiterhin bin ich total fasziniert von diesem Film. Es gab, wie du jetzt schon gesagt hast, auch eine enorme Flut von solchen Filmen, sag ich mal, oder auch im seriellen Bereich oder so. Und gerade eben so mit diesem Grundprinzip, man nimmt eine ganz einfache Idee und setzt das eben in einen anderen Kontext oder so. Und dadurch hat es für mich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, finde ich, ist es so, gerade hat es so, ist die Modeerscheinung schon, was wieder vorbei ist, wurde zu so ein Trend im Kino oder im seriellen Bereich, wo wir mit Tides auch reingefallen sind. Also das in dieses, sagen wir mal, wo es eben schon eine große Auswahl an Filmen, die diese Richtung gab. Das ist das eine. Dann hat er gesagt, ich habe jetzt zwei Filme in die Richtung gemacht. Ich wollte danach jetzt was ganz anderes machen und werde auch was anderes machen. Ich kann vielleicht so viel verraten. Wir hoffen, dass wir es Anfang nächstes Jahr drehen können. Und es ist sehr, sehr reduziert. Spielt alles in ein bis zwei, drei Innenräumen. Also da bin ich mir irgendwie treu geblieben, sagen wir mal. Aber es ist was ganz anderes. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Es ist in einem historischen Kontext. Sei etwas, was wirklich passiert ist und für mich mal was ganz Neues, neue Erfahrung. Aber ich muss zugeben, dass ich im Kopf schon wieder auch schon so Szenarien so mir überlege, da habe ich schon so eine Idee für so eine der, sagen wir mal, die Endzeit-Trilogie. Genau. Das wollte ich nämlich als Abschluss fragen. Ist das nicht eigentlich eine Trilogie? Ja, ich glaube, da redet man bei Regisseuren, die irgendwie 20 Filme gemacht haben, oder RegisseurInnen, die dann sagt man, ja, da war diese Trilogiephase oder so. Da kann man bei mir noch, wenn es sind, wären es halt die ersten drei Filme. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall schon wieder so eine Idee, die ich ganz spannend finde. So. Ja. Aber eben, das Ding ist, wenn du ganz kurz sagst, Na klar. das ist die Herausforderung, denn man muss was Neues bieten jetzt. So. Im Hell, das war noch in der Zeit, eben, da kommt der Road, hast du noch als Beispiel genannt. Also so. Aber mittlerweile ist schon wirklich, wir hatten alle möglichen Szenarien und so. Und auch gerade die Paarung von Young Adult, also eben Filmen mit Endzeit-Szenarien. Es ist schon, man muss da jetzt auch was Neues bringen, wenn man da nochmal was machen will in die Richtung. Ja. Naja, aber ich bin da bester Dinge und bin sehr gespannt, auch was das aktuelle Projekt betrifft. Ich bin überzeugt davon, dass du eine Trilogie uns irgendwann abschließen wirst. Ja, sehr Wann gerne. auch immer, das muss ja nicht Ja, sofort ja. sein, es müssen nicht Ja, die ja. ersten drei sein, aber das sind solche Dinge. Natürlich ist das super dankbar, wenn man, wir machen in Projektionen ja gerne so Oeuvres, die wir dann unter bestimmten Aspekten diskutieren. Wir haben gerade eine Folge, die demnächst kommt, über William Friedkin. Und Friedkin, und der hat ja zum Teil Verbindungen in seinen Filmen, die man gar nicht sehen würde, wie zum Beispiel Exorcist, Sorcerer und French Connection, sind Filme über solche Männerbünde, ja, also über so Ja. quasi so immer so unterschiedliche Männerverbindungen. Und Ja, da kommt ja noch Dings dazu vor allem. Ist es nicht auch Friedkin mit Al Pacino, ja, der Cruising dann. natürlich, Ja, ja. genau, ja. Das ist auch was, Männlichkeitsdefinitionen. Das hat man nämlich bei Cruising, To Live and Die in L.A. und natürlich dann auch in denen. Das ist sehr faszinierend, weil ich mir sicher bin,
Im Nachhinein kann man das oft besser beurteilen als zu der Zeit, wo es entsteht. Also Friedkin würde wahrscheinlich das sofort weglächeln oder wegspotten, wenn man ihm da kommt mit Filme über Männlichkeitsdefinitionen. Ich meine, das spielt auch eigentlich am Ende, und das ist jetzt nicht gegen den Filmemacher gerichtet, das spielt auch überhaupt keine Rolle, weil wichtig ist, das ist in den Filmen. Und man kann es im Nachhinein sehen, und vermutlich wirst du dich auch irgendwann einfach entspannt zurücklehnen können und mal zuhören können, was Leute da rauslesen und dich amüsieren darüber und genau wissen, wie es dazu überhaupt gekommen ist und dass es ganz andere Gründe natürlich hatte, warum man das gemacht hat. Aber das, wie gesagt, das ist ja gerade das Gute, diese Mehrfachschichtung, Mehrfachkodierung dieser Filme. Ja, total. Bei Eltern-Kind-Beziehungen sehe ich da auch schon, aber da bin ich auch gespannt. Also das ist für mich sowas, was ich weiterverfolge in Filmen. Ne? Ja, okay, ja, cool. Super. Ja. Ja, Tim, das hat mich extrem gefreut. Ja, ich würde auch gerne noch weiterreden, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich mag es. Also es ist natürlich was anderes, wenn man so ein Gespräch führt, und ich merke, du kennst dich wahnsinnig gut aus, und ich glaube auch, wir haben so eine Leidenschaft für das. Es ist immer schön, wenn man so auf dem reden kann miteinander. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch so viel über Held zu reden war eigentlich schön. Ist schon so lange her und so, aber auf eine Art fast der visionärere Film eben als Teils vielleicht, weil er so eben vor diesem darüber gesprochen hat. Dann hoffe ich, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso viel Spaß gemacht hat, dass sie, wenn sie die Filme Hell und Tides noch nicht gesehen haben, sind beide gut verfügbar, sich direkt ansehen werden und dann vielleicht mit diesem Gespräch auch nochmal neu dann sehen können. Und bis bald mal in einer weiteren Folge von Projektionen und speziell auch Positionen in diesem Rahmen. Tschüss. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Tschüss.